Innenwerk in Vergangenheit und Gegenwart. Während der Eisenbahn die Bergstraße entlang fährt und nach Schwingenberg ausschaut, besonders gefällt das alte Kirchlein auf dem Berg. Im Hintergrund sieht man die Weinberge und aus dem Odenwald herausragend den Gipfel des 517 Meter hohen Malkin. Schwingenberg ist schon über 1000 Jahre alt. Wie mag das Städtchen entstanden sein? Und was mag sich hier in dieser langen Zeit alles abgespielt haben? Im Frühling wandern viele Menschen gern auf dem Randweg, den Hängen entlang, wo Mandelbäume, Aprikosen, zahme Kastanien, Pfirsiche und Kirschen blühen. Sie gelangen dabei auch zur Blockhütte. So sieht das Städtchen aus von dort oben. Man sieht deutlich die Kirche, dahinter die Jugendherberge, die Großmarkthalle und den Bahndamm. Leider ist auf dem Bild der südliche Teil mit der katholischen Kirche, der nördliche Teil der Orgel und das Neubaugebiet nicht zu sehen. Geht man die lange Schneise immer weiter nach Süden, so kommt man an eine Bank, die der Verkehrsverein an einem schönen Platz aufgestellt hat. Wir achten rechts auf den steilen Anstieg hinauf zu Medibokus und links auf die weite Ebene. Nach einer Zeichnung von Müller, Fluss rührt der Neckar in vielen Windungen durch die Ebene und mündete erst bei Drehburg in den Rhein. Bei Schwingenberg, das ja tiefer als die benachbarten Orte an der Bergstraße liegt, kam der Neckar ganz dicht an das Gebirge heran. Die Ebene westlich der Stadt war noch bis ins Mittelalter hinein eine fast unpassierbare, sumpfige Gegend. Man konnte unseren Ort nur auf einer ganz schmalen Straße passieren. Diese Lage war entscheidend für die Gründung der Stadt. Hier konnte man nämlich mit Leichtigkeit eine Sperranlage gegen die Feinde bauen, ob sie von Norden oder von Süden kamen. Hier konnte man den ganzen Verkehr überwachen und von den Durchreisenden ein Wegschild erheben. Diese Luftaufnahme aus ca. 4000 Meter Höhe lässt heute noch den alten Neckarlauf erkennen, der bis an den Fuß des Malkin ging. Die erste Erwähnung des Ortes findet sich in einer Urkunde vom 12. Mai 1012. Darin wird berichtet, dass Kaiser Heinrich II. Dem Kloster Lorch das Jagdrecht in Odenwald vermachte. Da ist auch von einem Ort mit dem Namen Gezwing am Fuße des Malkum die Rede. Später hieß dieser Platz Schwingenberg, Schwingenburg, Schwingenberg. Mönche des Klosters Lorch haben hier um 1020 zum Schutz ihres Gebietes eine Sperranlage errichtet. Wir gehen nun mitten in die Stadt hinein und betrachten sie von nahem. Wir befinden uns auf dem Marktplatz und sehen vor uns die Apotheke, die im Jahr 1786 als großherzogliche Hofapotheke gebaut wurde. Darüber die Kirche mit den beiden Lindenbäumen, rechts das Gasthaus zur Sonne, wo noch im Jahr 1910 die 6. Platz der Volksschule für etliche Jahre Unterkunft gefunden hatte. Zwischen Sonne und Apotheke ist etwas höher gelegen, ist die sogenannte Kaserne zu sehen und ganz links
ein Stück vom alten Rathaus. Es wurde im Jahr 1838 gebaut. Im unteren Stock war von Anfang an und von 1887 ab auch im oberen Stock ein Saal für Schulzwecke eingerichtet. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1860. Der Marktbrunnen, den wir hier sehen, wurde 1833 errichtet. Er bestand anfangs aus einem großen, achteckigen Bassin, in welches sich das Wasser aus vier Röhren ergoss. Diesem Bassin waren vier kleinere, viereckige Wasserbehälter vorgebaut, zwischen denen je drei Treppenstufen hinausführten. Auf der noch erhaltenen Mittelsäule sind zwei Delfine mit einem Dreizack sichtbar. Der Brunnen kostete sehr viel Geld und sollte der Stadt zur Zierde gereichen. Aber schon nach 40 Jahren war er so schadhaft, dass er auf die heutige Gestalt reduziert werden musste. An derselben Stelle stand anfangs ein Viehbrunnen. Seit 1781 war es ein laufender Brunnen mit Wasser aus dem Weidental. Wir gehen in die Obergasse hinein. Von etwa 1000 nach Christus bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts war dies der einzige Pass, das heißt der einzige Weg, auf dem sich der ganze Verkehr der Bergstraße abspielte. Als dann die sumpfige Ebene mehr und mehr austrocknete, umgingen die Reisenden in die Stadt und nahmen ihren Weg durch den heutigen neuen Pass. An dieser Stelle der Obergasse, wo die sogenannte Schäde Gasse anfängt, befand sich anfangs der Marktplatz. An der Ecke rechts stand das Rathaus. Sie sah ganz ähnlich aus wie das noch erhaltene Rathaus in Seeheim. Im Erdgeschoss befanden sich die Fleischbänke der Metzger und ein Raum für Obdachlose. Im Oberstock war der große Rathaussaal, in dem zuweilen auch Hochzeiten und andere Festlichkeiten abgehalten wurden. Unter der Rathaustreppe war ein Fastlokal. Davor stand ein Springbrunnen. Das Rathaus brannte bei der großen Katastrophe im Jahr 1692 ab. Ein neues wurde mit spärlichen Mitteln an der Stelle gebaut, wo wir vorhin waren. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg am großen Berg, auch Schäle Gasse genannt, weil sie früher nur auf der einen Seite Augen, das heißt Fenster, hatte. Wir kommen an einem großen alten Gebäude vorbei mit dem auffallenden Namen die Kaserne. Geradeaus sehen wir den Eingang zur Hofreise des Bürgermeisters Germann. Hier wohnten früher die Herren von Wahlbrunn, eine der vier adligen freien Familien von Zwingendorf. Ihr Haus brannte 1693 ebenfalls ab. Bis 1897 war hier auch eine Ölmühle im Gang. Wir biegen bei Bäcker Germann scharf um die Ecke. Dies war früher der einzige Weg, der zum Berg zur Oberstadt führte. Wir sehen gerade die Konfirmanden vom Jahr 1960 herauskommen. Wir werfen nochmals einen Blick hinunter auf die Kaserne. In diesem Haus wohnte anfangs der Zentgraf Thalfeld. Es brannte 1692 ab und wurde 1721 dem Kriegskommissarius Johann Peter Eswein neu erbaut. In der Kaserne
logierte zeitweise die riesige Garnison, bestehend aus einigen Landmittelsoldaten. Auf dem Berg angelangt, sehen wir das sogenannte alte Amtshaus, sein schönes Fachwerk mit profilierten Quellen. Links von der Linde sehen wir die sehr hohe Treppe hinunter zur Unterstadt, zu den Häusern am kleinen Berg. Früher sah Klingenberg ganz anders aus als heute. Wir besitzen eine interessante Handzeichnung aus dem Jahr 1593. Wir sehen vorn die westliche Stadtmauer, dahinter die Giebel von vielen schmalen Häusern, links das Untertor mit einem starken Eckturm, rechts ebenfalls einen Giebelturm, dahinter das Obertor. Auf dem Berg die Kirche und ein mehrstöckiges Gebäude, den sogenannten Herrenspeicher. Das Kreuz linker Hand bedeutet ein Kruzifix. Ich stand außerhalb der Stadt, da wo jetzt die Bahnhofstraße beginnt. Besonders deutlich sind die Grenzsteine gezeichnet. Die Zeichnung wurde nämlich wegen Grenzstreitigkeiten zwischen Auerbach und Klingenberg angewertet. Die Auerbacher sagten, die Klingenberge sitzen kein Land außerhalb der Mauern. Über die Entstehung unseres Sektions haben wir einen historischen Plan, an dem man sich die Entwicklung leicht klar machen kann. Etwa um 1050 wurde auf dem Berg, rechts oben, wo jetzt die Jugendherberge steht, Nummer 8, mit dem Bau einer Burg begonnen. Man benötigte bald auch einige Häuser für das Unterbringen der Dienstleute. Das Ganze wurde mit einer Mauer umgeben. An den vier Ecken wurden feste Türme errichtet. Einer stand oben links, wo die Aussicht befindet, Nummer 13. Der andere auf der rechten Seite in der Mitte, wo jetzt die Hofseite von Becker Gernmann steht. Die Kaserne und die anliegenden Häuser gehörten auch noch dazu und bildeten eine Art Vor- oder Unterbrück. Unten rechts stand ein ganz von Wasser umgebenes Schloss, Nummer 9. Die Anlage oben auf dem Berg, die fast die Form eines Rechtecks hatte, und das Wasserschloss unten bildeten das älteste Klingenberg. Um 1250 wurde Klingenberg nach Westen erweitert. Es entstanden die Häuser entlang der Obergasse und Untergasse. Das Wasserschloss wurde eingemeindet, das Ganze ebenfalls mit einer Mauer umgeben, mit Türmen und Palisaden versehen. Zwei sehr stark besiedelte Toranlagen auf Oberpforte und Unterpforte, Nummer 4 und 6 genannt, bildeten seinen besonderen Schutz. Graf Stieder, der Dritte von Katzenelnbogen, der viel für die Entwicklung von Klingenberg getan hat, erreichte es, dass ihm im Jahr 1274 von König Rudolf von Habsburg die Stadtrechte verliehen wurden. Die Stadt erhielt das Recht, ihr Gemeinwesen selbst zu verwalten, kleinere Vergehen selbst zu bestrafen und wöchentlich einen Markt abzuhalten. Bis etwa 1550 behielt Klingenberg die Größe, die dieser Plan zeigt. Von da ab stürzten wegen Zunahme der Bevölkerung auch außerhalb der Mauern Häuser gebaut werden, und zwar am Obertor, in der Wittbach und am Löwenplatz. Dies ist eine Zeichnung aus dem 17. Jahrhundert. Wir sehen links den Löwenbrunnen und rechts das Gasthaus in den Löwen. Beides genannt
nach dem Stadtwappen von Hindenberg, das sowohl am Gasthaus als auch am Brunnen zu sehen ist. Nachdem wir uns anhand des historischen Planes etwas orientiert haben, setzen wir unseren Dienstgang fort und wollen sehen, was noch alles an Erinnerungen aus der Vergangenheit vorhanden ist. Wir befinden uns an der Jugendherberge. An dieser Stelle stand die alte Burg. Sie wurde zerstört. Wann und durch wen dies geschehen ist, lässt sich nicht mehr feststellen, da die Akten verbrannt sind. Aus den Trümmern der Burg wurde zu Anfang des 16. Jahrhunderts der Herrenspeicher errichtet. Er diente den Landgrafen von Hessen zum Aufbewahren von Getreide und Zucht und zum Lagern von Wein im Keller. Im Jahr 1613 gab der Landgraf das Gebäude an die Stadt ab, im Tausch gegen den Wallerstädter Hof. Der Herrenspeicher ist später verfallen. Das Ganze, das große Kellergewölbe, 30 Meter lang, 8 Meter breit, 6 Meter hoch, wurde bis 1880 zum Hölzchen und Brechen von Sachs verwendet. Heute steht über diesen Keller die Jugendherberge. Der Eingang zum heutigen, schönen, großen Kellersaal befindet sich an der gleichen Stelle wie früher. Der Grundstein zur Jugendherberge wurde am 23. September 1928 gelegt. An der Südostecke der Jugendherberge wurde der alten Burg hoch die Stadtmauer im rechten Winkel nach Westen und lief hinunter bis zum Obertor. Dies ist ein Stück dieser Mauer von der Linde am Obertor ausgegangen. Hier sind wir ganz nah daran und können sogar die Schießwerke erkennen. In der manchen Hof sehen wir die Mauer von innen. Sie ist 1,70 Meter dick und war rund um die Stadt mit einem Wehrgang versehen. An dieser Stelle stand ein fester Turm. Von hier lief die Mauer im rechten Winkel hinter der Metzgerei Kehl, hinter der Apotheke und dann hinter den Häusern der Seelengasse vorbei nach Norden. An dieser Stelle, bei dem Treppenaufgang hinter der Apotheke, stand ebenfalls ein fester Turm, er bildete zusammen mit dem Eckturm in Germanshof und mit der Kaserne die sogenannte Unterburg, von der aus der dicht daran vorbei ziehende alte Pass in Schach gehalten werden konnte. An der engsten Stelle dieser Straße, wo gerade eine Frau mit ihrem Kind zu sehen ist, stand ein Vorhaus, auch Oberpforte genannt. Es sah ähnlich aus wie das Vorhaus von Lingfeld. Es hatte nach außen zwei Tore und nach innen. In dem Raum darüber wohnte der Torwächter. Die Tore dürften nachts nicht geöffnet werden. Im Jahr 1793 wurde ein Stückchen weiter nach Süden, da wo jetzt die große Linde steht, eine zweite Toranlage errichtet. Über ihr befand sich das Stadtwachthaus mit einer Arrestantenzelle, dem sogenannten Kettenstübchen. Ein Teil davon ist noch in der Ecke des Kettlers im Garten vorhanden und auf dem Bilde links, wo die weiße Bank steht, zu erkennen. Von der Oberpforte aus führte ein Steg mit Geländer und eine Brücke hinüber zum Wasserschloss. Von diesem Schloss ist nur noch dieses Stück Mauer
mit dem schönen romanischen Bogenbrief erhalten geblieben. In dem Schloss wohnten lange Zeit die Grafen von Katzen Ellenbogen und nach deren Aussterben im Jahr 1479 vorübergehend auch die Landgrafen von Hilden. Weil es baufällig geworden war und die Reparaturen sich nicht mehr lohnten, schenkten sie in 1603 der Stadt mit der Bestimmung, den Wassergraben in gleicher Höhe wie die Obergasse auszufüllen und darauf einen Marktplatz einzurichten. Auf dem zugeworfenen Schlossgraben wurden die Häuser an der Westseite und an der Südseite des Marktplatzes gebaut. In diesem Sinne, von Nachtbrunnen auszugehen, beginnen die Hochmaß am Ende der den hohen Mauern des Aufgeschlossen. Im Jahr 1607, die Jahreszahl ist über den Vorbild zu gelesen, wurde an der Stelle des Schlosses ein Bauer hoch errichtet, das Haus vor Besitzer des Anwesens war Frau von Bauern, Abgaben und Verfügung. 1641 verkaufte die Stadt den Hof an eine hohe Offizier namens München, worauf Friedrich Leutnant den draufgeschworenen Brief zu verdient gemacht habe, und von 1639 ab als Amtmann in Nürnberg vorgebracht. Später wohnten darin der Metropolitan Bravo, dann die Bahnregen von Meyer. Hier sehen wir den Schlossplatz noch aus von außen, vom südlichen Kurpark aus. Heute gehört das Anlaufen einer Familie heim. Im Wasserschloss gehörte noch der sogenannte Kicke-Turm. Er enthielt zwei Gefängnisstellen, auf ihm standen ein kleines und ein großes Gesicht, wo sie in Friedenszeiten an Mast, Haken und baufälligen Gutschen gelegen haben, abgebaut wurden. Im Jahr 1780 wird der Turm bis auf diesen Punkt abgetragen. Um ein schöneres als Baugequartier zu haben, als dort also baufällige Schloss, Krieg, Landgraf, Kindvergrößenlinie, in den Jahren 1571 bis 1573 ein neues, großes Gebäude errichten. Da, wo jetzt das Amtsgericht sich bewegt. Es war als ein Gastwort gedacht, ähnlich wie das im Fürstenwart zu Auerbach. Es diente aber den Fürsten hauptsächlich als Grundamt und Jurau. Auf Urlauben dieses Gebäudes ist außerordentlich groß, es gab darin auch Geheimkeller, die zur Krone hinüberführten und Gänge hinauf zur Burg, die sind bis alle zugemauert. Wir gehen auf der Westseite weiter. Wir sehen von der Neugasse aus ein langes Stück der alten Stadtmauer, da sie mit der Zeit immer baufälliger wurde und dauernd Reparaturkosten verursachte, hielten jetzt die Stadträte im Jahr 1830 für das Beste, die stückweise an diejenigen Hausbesitzer abzugeben, die mit ihren Hochreiten an dieselbe stiegen. Unter der Bedingung, ihr Mauerstück entweder ganz abzureißen oder so instand zu halten, dass durch herabfallende Steine kein Unglück mitnehmen könnte. Dieser Mauer entlang liegt der Schießgraben. Darin ist die Schicht vor etwa 1560 ab die Mitglieder der Schützengesellschaft in Arnbrück und Schützengesellschaft. Der Schützenverein von Schwingenberg liegt also an einer alten Tradition an. Wir kommen nun zum Schlüssel. Es war ursprünglich Bestandteil eines adligen Frauenhofes, wohl im Besitz der Familie von Frankenstein.
Die dazugehörigen Wirtschaftsgebäude standen auf der anderen Seite von Tat, auf den günstigen von Duft und Wind. Das Flüsschen in seiner jüdischen Gestalt stammt aus dem Jahr 1520. Der erste urkundlich genannte Besitzer war der fürstliche Hofmeister Abner Kraft. Zu seinen Dienst gehörten 34 Morgen oder in Wiesen, die in den Martinen aus Bach zu den Bachenkönnlein waren. Das Flüsschen wurde oft vom Besitzer, gefunden waren viele Offiziere, geheime Räte und Oberamtsmänner. Die fünfte Zeit erlebte ich als Graf Siegfried von Sonnendorf. Von 1786 bis 1812 darin wohnte. Viele hohe Gäste kamen und gingen. Als die Landrätin von Hessen kam es zu Besuch. Am 17. Februar 1812 starb Hessen auf rechtsgerechte Weise wahrscheinlich an einer Kriegsposition der Graf und in der folgenden Nacht auf seines 18-jährigen Tochter. Die Grabklappe liegt vor dem Haupteingang zur Welt. In der Hitze der Prägung verwüsteten auf dem Verkauf der Schlüssel im Jahr 1815 an die Familie Wiedenbach, die später zu ganz gewordenen Stadtschlüssel in Wien. In dieser Zeit in den Besitz der Stadtüber in Wieder das neue Staatshaus an Wien. An der Stelle, wo die Oberbasel und Unterbasel zusammenstehen, stand das Unterfuhr. Mit einer Wohnung darüber, die dort von der Wasser aus eine Bäde hinausgeben. Seine letzten Worte wurden am 25. Februar 1944 gesprochen. Sie stehen am Kaufhaus Maul mit dem Blick nach der Konditorei Schneider und sehen den Augenblick der Sprengung des unglaublich harten Mauerwerks. Vom Untertor auch führte die Stadtmauer rechts von der Rückfahrt den Abhang hinauf. An drei Stellen waren Türme eingebaut, um die sogenannte kleine Ebene übersehen und beschießen zu können, da ein Angriff von der Nordseite her gefährlich werden konnte. Der oberste Eckturm, die Aul, ist links auf dem Bild zu sehen. Dies ist die Aul von nahem betrachtet. In ihrer jetzigen Gestalt wurde sie 1539 gebaut. Anfangs gab es dort in der Stadtmauer nur ein Schlupfdörfchen. 1818 wurde es zur Breite eines Fahrweges erweitert. 1865 sollte die Aul abgerissen werden. Damals legten sich Pfarrer Hein und andere Herren ins Mittel, dass dieser malerische Rest der alten Befestigung erhalten blieb. Von hier aus führte die Mauer im stumpfen Winde hinauf zur Burg. Links oben wo die Jugendherberge steht. Der historische Stadtplan hat uns bis dahin zur Orientierung einen guten Dienst getan. Es bleibt uns nur noch die Aufgabe, das Zentrum der Oberstadt kennenzulernen. Wir begeben uns zur Hohen Kirchentreppe. Es muss aber nun gleich gesagt werden, dass dies von Anfang an nicht der Eingang zur Kirche war. Er wurde erst 1751 geschaffen, als die große Spitzmauer im Westen gebaut wurde. Der alte Eingang liegt weiter oben. Auf dem Torbogen steht die Jahreszahl 1573. Hier ging man anfangs hinein zum Gottesdienst und hier wurden auch die Toten hineingetragen auf den Friedhof. Rechts hinunter liegt das älteste Stück des Friedhofs. Der Platz war klein, aber bei der kleinen Einwohnerzahl genügte er. Auch war es üblich, dass schon nach 10 Jahren die Gräber neu belegt wurden.
Die ausgegrabenen Gebeine fanden in einem Beinhaus, das auf der Südseite der Kirche stand, ihren Weg. Wir gingen weiter und achten auf das Ostfenster der Kirche. Obwohl es 6 Meter hoch ist, kann man es innen leider nicht sehen, weil es von der Orgel im Chor zugestellt ist. Es soll einst eine schöne Glasmalerei gehabt haben, die von den Franzosen zerstört wurde. Wir kommen zum Gedenkzeug. Es wurde am 15. November 1953 zum Gedächtnis der vielen Opfer des letzten Kriegs errichtet. Es sind aus Klingenberg 116 Soldaten gefallen oder durch Feindeinwirkung ins Leben gekommen, die 47 kennen. Auf der Südseite der Kirche ist die historische Pforte mit den rinnenförmigen Blitzmarken zu sehen. Die Soldaten pflegten, nachdem sie vor dem Ausmarsch gegen den Feind in der Kirche ihr Gebet gesprochen hatten, ihre Schwerter und Helebarten in diesen Rinnen zu setzen. Nochmals dasselbe Bild im Frühling mit blühenden Schneeballen und nachdem die Kirche außen renoviert worden war. Hier sehen wir vor uns den Platz unter der großen Linde. Da stand einst die Lateinschule. Das älteste Schulhaus, von dem wir Nachricht haben, es wurde im Jahr 1660 abgerissen. Der Keller davon ist noch vorhanden. Dies ist der Eingang. Er sollte im Jahr 1750 beim Neubau der großen Stützmauer abgerissen werden, das ist aber nicht gelungen. Er diente im letzten Krieg der Glöckner-Familie und manchen anderen als Schutz gegen die feindlichen Krieger. Das Gewölbe ist so stark, dass es über sich die gewaltige Linde trägt. Der Platz unter der Linde wird immer wieder gern aufgesucht, weil er den schönsten Blick hinunter auf die Altstadt bietet. Oder im Westen in die untergehende Sonne. Wir wenden uns nun dem Gebäude zu, das in der Geschichte von Schwingenberg eine besondere Rolle spielte, zur Kirche auf dem Berg. Wann wurde sie gebaut? Dies ist die Urkunde von der Gründung der Pfarrei. Sie ist in lateinischer Sprache verfasst, auf Pergament geschrieben und befindet sich im Stadtarchiv zu Bentheim. Sie beginnt mit den Worten Nos Scholasticus Mocontinus und schließt mit Anno Domini 1208 in Sittebrenz Dezember. Die Urkunde hat folgenden Inhalt. Da die Bewohner von Schwingenberg wegen Entfernung der Orte und gefahrvollen Wege nicht bequem und sicher in die Mutterkirche nach Bentheim zum Gottesdienst und zum Empfang der Sakramente kommen können, so haben wir auf die Bitte des Grafenbieter von Katzenelenbogen gestattet, dass in Schwingenberg eine Kirche gebaut, zum Begräbnis der Verstorbenen ein Kirchhof geweiht und der Ort mit einem eigenen Priester versehen werden. Jedoch sollen die Schwingenberger ihre Kinder zur Taufe in die Mutterkirche nach Bentheim bringen. Die in Schwingenberg zu erbauende Kirche aber wird der Graf beziehen mit laufenden Beihilfen versehen, sodass der dort amtierende Pfarrer standesgemäß leben kann. Der anzustellende Geistliche wird von dem Pfarrer zu Bentheim und dem Vogt und Archidiakon zu St. Viktor in Mainz präsentiert und muss so beschaffen sein, dass er dem Orte entspricht und dem Grafen entsagt. Anhand dieses Grundrisses können wir uns die einzelnen Etappen des Kirchbaus veranschaulichen. Der erste Bau bestand aus einer einfachen Kapelle
von der Größe des christlichen Jüdischen. Sie war 12,5 Meter lang, 7,5 Meter breit und trug eine flache Balkendecke, Buchstabe A. Die erste Vergrößerung erfuhr die Kirche 50 Jahre später. Graf Wilhelm I. baute den Chor an. Die Ostwand der Kapelle wurde durchbrochen und der noch jetzt sichtbare romanische Rundbogen eingezogen. Buchstabe B. Als neue Stiftungen gemacht worden waren, erfolgte der Anbau der Seitenkapelle C mit dem Altar des heiligen Sebastian, dem Nothelfer gegen die Pest. Das ist die jetzige Sakristei. Danach die Seitenkapellen B und E mit Altären zu Ehren der heiligen drei Könige und St. Nikolai. Das geschah alles noch Anfang 1300, wo man die Bogen rundformte, romanische Bauten. Nach einer längeren Pause, etwa um 1400, sind die Seitenschiffe F und G angesiedelt worden. Damals wurde auch der Ausgang auf der Südseite, die vorhin den Lichtmarken, die wir schon gesehen haben, gefasst. Diese Bogen sind nach frühgotischem Stil stimmt. Der feste Wehrturm, Buchstabe H, wurde etwa 1450 gebaut, genaueres lässt sich darüber nicht sagen. Aus dieser Zeit stammt auch das große Kruzifix an der Nordwand. Es ging früher unter dem großen Bogen in der Mitte, der den Chor vom Mittelschiff trennt. Wie schon erwähnt, wurde die Kirche in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens reichlich mit Gütern, Äckern, Wiesen und Weinbergen gedeckt, wovon sie ihre Einkünfte hatte und ihre Ausgaben beschreiben konnte. Hier haben wir eine Stiftungsurkunde aus dem Jahr 1393 auf Pergament gefunden. Sie befindet sich im Pfarrarchiv und der folgenden Inhalt. Gerlach von Hattenau und seine ewige Hausfrau Greta stiften ein ewiges Licht zu Ehren der heiligen drei Könige und geben als Unterpfand einige Güterstücke. Von dem Pachtvertrag eines Ackers wurden lange Zeit die Kästen auf dem Altar gekauft. Solche Ecke befinden sich heute noch im Besitz der Kirchengemeinde. Hier zum Beispiel ist der Pfarracker in den Alpen zu sehen. Ähnliche Stiftungen machten auch die Herren von Waldbrunn. Etliche Stifter haben ihr Grab in der Kirche gefunden. Ihre Grabsteine sind zum Teil noch erhalten. An der Südwand im Innern der Kirche stehen die Grabsteine des Hans von Waldbrunn und seine Gemahlin Lucia von Reichenstein in den Jahreszahlen 1482 und 1484. Außen an der Kirchenwand, rechts vom Haupteingang, befinden sich drei Grabsteine, die wir noch beachten wollen. Sie sind schon sehr verwittert und die Inschrift ist nicht mehr lesbar. Wir wissen aber noch genau, was daran stand. Der mittlere Stein gilt dem Gedächtnis des Pfarrers Methusalem Arnold. Er war von 1564 bis 1597, also 33 Jahre lang, Pfarrer in Schönberg, der dritte evangelische Pfarrer nach Einführung der Reformation und hat viele Dinge neu ordnen können. Der linke Stein war für eine Handwerkersfamilie namens Fuchs bestimmt. Der Inschrift nach war sie ein nüchtern christlicher Tugenden Frömmigkeit. Der Stein rechts stand auf dem Grab des herrschaftlichen Rechners Peter Grub und hatte die Inschrift: 15 Jahre hat ich das Amt mit Erden geführt durch Gott. Wir gehen durch eine Tür in der südlichen Kirchhofmauer in einen Weinberg hinein, in den sogenannten Farbinger. Dort stand von 1555 ab das Pfarrhaus. Es hatte einen Garten
der bis an die hohe Stichmauer der Degedermann reichte. Oben links, an der nordwestlichen Ecke der Gartenmauer, befindet sich ein Denkstein. Er trägt die Inschrift Anno 1615 Mense Abrilli Pastore Tobias d'Australien. Tobias d'Australien war mit kurzer Unterbrechung von 1615 bis 1628 Pfarrer in Wittenberg. In jahrelanger schwerer Arbeit hat er seine gutes Gewissen gewaltet, sowohl was die seelsorgerliche Betreuung als auch die Verwaltung der östlichen Siede der Pfarrei betrifft. Er hat die Kirche renoviert und eine Empore einbauen lassen. Die jetzige Empore wurde zu seiner Zeit gezimmert. Er hat eine Chronik geschrieben und das meiste, was sie über die Geschichte von Wittenberg von seiner Gründung an bis zum 30-jährigen Krieg wissen, verdanken wir diesem Buch. Hier können wir die erste Seite dieses Buches lesen. Die Überschrift lautet Präfatio, das heißt Vorwort. Es beginnt mit dem Satz, als man nach der Geburt unseres Erlösers und Seligmachers Jesu Christi zählte das Jahr 1250, hat in diesen Landen gelebt und regiert der Dietrich, Graf zu Kappen-Ellenbogen. Und es geht dann weiter mit einem ausführlichen und interessanten geschichtlichen Rückblick. Über die Einführung der Reformation in Wittenberg lesen wir darin, als 1527 das Licht des Evangeliums auch in unserem Lande aufging, wurde als hier die reine Lehre, die Gott durch den Dienst Dr. Martin Luther gab, angenommen. Es werden in der Chronik auch die Lebensgaben sämtlicher Pfarrer auf der katholischen Priester gebracht. Besonders viel sprach Pfarrer Klaus Strasius an der inneren Erneuerung der Gemeinde. Er führte unter anderem auch einen Herzenkampf gegen die einzelnen Kirchen. In seinem Tagebuch findet sich auf dieser Seite in der Mitte die betrübliche Bemerkung. Geschlaufen ist kein Ziel nochmals. Die Männer enthalten sich nicht lange des Weines und sagen, sie wären nur bei ihren Freunden gewesen und wollen Gottes Wort nicht hören. Nicht lange nach diesem Eintrag brach vor 30 Jahren das Lied an. Da blieb aus Wittenberg nichts verschont. Dieses Bild, ein Stich von Daniel Meissner, zeigt Wittenberg, wie es im Jahr 1624 aussah, als ich noch unversehrt war. Ich habe alles Schreckliches erleiden müssen. In dem Bericht von Pfarrer Klaus Strasius heißt es, es zogen die feindlichen Armeen auch hier vorüber, verzerrten lang, läuft und zuerst. Dadurch in vielen Wochen niemand ohne Gefahr aus der Stadt ging. Ja, wir saßen mit unseren Nachbarn und allem, was sie und wir bei uns hatten, in stetiger Sorge und Furcht der Plünderung oder des Feuers. Im Jahr 1632 kam es zu einem Durchmarsch der schwedischen Truppen. Ende 1634 waren Truppen der katholischen Hütte einquartiert. Es kam zu schweren Ausscheidungen der Soldaten. Zu Beginn 1635 hielten die Franzosen mit 2 bis 3 Regimentern die Stadt besetzt und plünderten sie an. Am 18. August eroberten kaiserliche Truppen italienischer Nation die Stadt. Bis auf die geringe Reste wurde die gesamte männliche Bevölkerung niedergemacht, die weibliche gesendet und von den Landsknechten mitgebracht. Es kam noch die Pest dazu, davon die Leute schnell dahin fielen, dass man nicht genug begraben konnte. 2 Jahre lang stand Wittenberg menschenleer. Da der unsicheren Zeit halber keiner in der Stadt hat wohnen können.
aus den Jahren 1638 bis 1644 sind zahllose Durchzüge von kaiserlichen Truppen der verschiedensten Nationalität, darunter auch Serben und Kroaten, verzeichnet. 1677 und erstmals 1647 wurde das Wiedergeburtsgebiet auf den Franzosen besetzt und verwendet, weil uns das verlangte Prinzstadtbild nicht darin ging. Im Jahr 1650, 2 Jahre nach dem Ende des 30-jährigen Krieges, kam Pfarrer Schüssler hierher. Er war zuvor der Missionsprediger in Wien. Fährt ihn an, die noch leben und zusammen, die von nun an getauften, getrauten und verstorbenen, die Konfirmierten und Kommunikanten in ein neues Kirchenbuch eintragen. Hier sehen wir dieses Buch im Pfarrarchiv. Es steht von unten in der 2. Reihe, links, und hat die Aufschrift 1650 bis 1762. Darin lesen wir zum Beispiel folgenden Eintrag. Anno 1665, dem 21. November, ist Johann Antoni Kiesel, Heiland Kiesel, gewesenen Ratsherrn in der Lassener Sohn, und Jungfrau Anna Katharina, Johann Kessler, Kieselin Bürgers ledige Tochter, eingesetzt worden. Den 28. November ist Johann Nikolai, Weiland Peter Nikolai Sohn und Anna Margarete, Michael Rieses Tochter, eingebunden worden. Am Ende lesen wir Populati hoc anno 4, das heißt gebraucht wurden in diesem Jahr 4 Tage. Die hier genannten Familien, Kissel, Kessler, Michel, Ries, existieren heute noch und gehören neben Arnold, Becker, Bender, Bauer, Machleit, Simon, Eswein zu den ältesten Familien von Schwindberg. In den nächsten Jahrzehnten wurde die Stadt wieder verpestet. Sie wurde aber auch zum dritten Mal von der Pest heimgesucht und blieb unter spanischen, niederländischen und französischen Truppen. Das dunkelste Jahr in der Geschichte Schwindberg war 1693. König Ludwig XIV. Von Frankreich erklärte gegen angebliche Erbansprüche auf Gewalt an Deutschland den Krieg. Am 14. Juli erschienen die Franzosen vor der Stadt, die durch stündende Taxen hartnäckig verteidigt wurde. Durch Verrat den Feinden in die Hände gespielt, wurde sie in einen Tunnelhaufen verwandelt. In einem Bericht heißt es, die Stadt ist bis auf die Kirche, das Schulhaus und noch 11 schlechte Häuser auf dem Berg völlig und aus dem Grund verbrannt. Die Früchte im Feld, vom Landgraben an bis hinauf nach Bentheim, hinunter nach Siegenbach, sind gänzlich zertreten und sind nicht geraten. Also, dass nicht ein Malter zu erlangen ist. Die Glocken sind geraubt, die Orgel ruiniert, die Pfeifen hinweggenommen, Fenster, Türen und andere so zerschlagen, dass es zum Erbarmen. Es ist ein solches Verderben, dass es nicht zu beschreiben. Es ist unmöglich, noch zur Zeit gegen des üblen Geruches hier zu bleiben. Hier das Schulhaus auf dem Berg, das damals nicht verbrannt worden ist. Das Pfarrhaus auf dem Berg wurde damals auch ein Rauch der Flammen. Nur dieses Tor und die Fundamente sind übrig geblieben, dass alle Urkunden und Akten wurden vernichtet. 2 Jahre später, 1695, wurde mit dem Wiederaufbau begonnen. Von dem Landgrafen von Hissen wurde dazu folgendes angeordnet. Die stehen gebliebenen Keller sollen
wieder benutzt werden. Hier das Bild eines solchen Kellers in der Innenstadt aus dem Jahr 1554. Die Giebel sollen nach der Straße gerichtet und die Straßen etwas verbreitet werden. Wir sehen an diesem Bild, wie die Häuser in der Altstadt heute noch so ausgerichtet sind. Das Eichenholz für die Grundschwellen und Haustüren soll aus dem Hauser Wald unentgeltlich geliefert werden. In allen Kirchen des Landes wurde eine Kollekte für den Wiederaufbau von Schwingenberg angeordnet. Es wurde eine sechsjährige Freiheit von allen Kontributionen, Einquartierungen, Monatsgeldern, Kriegsgeldern und dergleichen zugesagt. Man ging richtig ans Werk, aber es war eine saure Arbeit wegen der großen Armut. Zuerst wurde die Kirchenmauer wieder aufgebaut, sie war ganz eingestürzt und verstärkte den Weg auf den Berg. Die übrigen Teile der Stadtmauer wurden ausgebessert, Obertor und das Backhaus wieder in Stand gesetzt, das Untertor neu aufgebaut, die Scheunen in der Scheunengasse wiederhergestellt, die stark beschädigte Kirche renoviert und das fürstliche Rentamt auf den alten Grundmauern wieder aufgebaut. Im Jahr 1708 konnte auch wieder eine Glocke angebracht werden. Sie trägt die Inschrift Kostlich Johann und Andreas Schneiderwind in Frankfurt, stehen heute noch hoch oben im Turm und wird kurz geläutet, sobald jemand gestorben ist. Die Leute fragen dann, ist längst, wer ist gestorben? 1712 wurde die zweite Glocke gegossen und 10 Jahre später die dritte. Landgraf Franz Ludwig selbst dichtete 1709 diese in seiner Hofkapelle stehende Orgel. Sie wurde über dem Haupteingang der Kirche aufgestellt. Ihrer bediente man sich bis 1830. Damals wurde eine neue angeschafft und die alte an die Kirchengemeinde Worfelden verkauft. Die Worfelder sind nun stolz darauf, die älteste Orgel von Hessen zu besitzen. Dies ist eine Kinder aus jener Zeit. Sie stand bis vor kurzem in der Pfarrsäue in Pass und befindet sich jetzt teilweise im Heimatmuseum zu Dünnheim. Hier sehen wir 3 alte Bücher auf der Seite wieder aufbauen. Ein Gebetbuch, eine Bibel und ein Gesangbuch. Diese Bücher waren die Quellen, aus denen unsere Vorfahren in den schwersten Zeiten immer wieder Trost und Kraft, Glauben und Hoffnung schöpften. In den folgenden Jahrzehnten, von 1730 bis 1810, ereigneten sich der polnische und der österreichische Erbfolgekrieg, der 7-jährige Krieg, die Französische Revolution und die Napoleonskriege. Von all diesen Unruhen blieb Schwingenberg nicht unberührt. Trotzdem aber dehnte sich die Stadt nach Norden und Süden aus. 1829 wurde die westliche Stadtmauer durchbrochen und eine bessere Verbindung der Innenstadt mit Marktplatz mit dem Pass hergestellt ist und dann die Neustadt. 1830 wurde die Sparkasse ins Leben gerufen, die sich für die Einwohner als segensreich erwies. Vor kurzem hat sie diesen schönen Golddukaten prägen lassen. 1844 wurde ein neues Pfarrhaus gebaut. Das alte war baufällig geworden.
Ich stand im Obertor, wo jetzt der Friseursalon Hello sich befindet. Der Pfarrer schrieb damals in die Chronik. Meine Nachfolger werden dankbar sein, dass sie nun an einer verkehrsreichen Straße wohnen können. Er ahnte nicht, wie dieser Verkehr einmal den Pfarrer zur Not werden und sie für seinen Dienst erforderliche Stille rauben sollte. Swinberg zählte damals 1528 Einwohner. 1845 wurde die Eisenbahn eröffnet. Das brachte neues Leben in die Bautätigkeit der Stadt. Einmal aber auch eine große Aufregung, nämlich einen Zugzusammenstoß. 1852-53 war ein außerordentlich gelinder Winter. Die Bergstraße blühte an allen Ecken und Enden. Am 3. Januar brachte man dem großen Zug einen Blumenstrauß mit Zweigen von blühenden Pfirsichbäumen, Aprikosen, Mandeln, blühenden Raps, Lefkoien, Bucherblumen, Loks, Gerste und Haselnuss. Dann allerdings hat es vom 20. Februar bis 15. März, also 14 Tage lang ununterbrochen geschneit. Es gab ein schlechtes Jahr und eine große Armut. Im Winter so, dass wöchentlich eine Hauskollekte erhoben und wöchentlich 28 Laib Brot an Notleidende verteilt werden mussten. Hingegen gab es 1857, trotz lang anhaltender Trockenheit, ein so fruchtbares Jahr, dass sogar die Nussbäume gestützt werden mussten, laut Chronik der Pfarrei. 1868 erfolgte im Gasthaus zum Löwen der Zusammenschluss der studentischen Landsmannschaften. Die Erinnerung daran wird alljährlich durch ein Treffen am Sonntag nach Pfingsten auf dem Marktplatz und an einem Gedenkstein im Kurgarten gefeiert. Das Gasthaus zum Löwen war weit und breit bekannt geworden durch seinen Besitzer Johann Georg Siebenbach. Dieser war gepriesen wegen seiner edlen Gesinnung, seiner Wohltätigkeit und seiner gemeinnützigen Werke. Von 1818 an beteiligte er sich mit großem Eifer an der Agitation zur Erlangung einer bodenständigen Verfassung. Seine Mitwirkung war derart, dass von vielen Zeitgenossen der Löwe zu Swinberg als die Wiege der richtigen Staatsverfassung bezeichnet wurde. Im oberen Sälchen fand die erste konstituierende geheime Versammlung statt. Von 1845 bis 66 war hier auch die Turn- und taktische Posthalterei untergebracht. Auch soll Goethe auf seiner Reise nach dem Süden hier vor dem Löwen Rast gehalten, einen Flüchtlingszug der Französischen Revolution getroffen und zur Abfassung der Dichtung Hermann und Dorothea angeregt worden sein. Am 15. Juli 1877 wurde von Kirchendorf Stromberger die Kleinkinderschule gegründet. Wir gedenken gern und dankbar all derer, die nun schon fast 100 Jahre lang die Kinder betreut haben. Schwester Philippine hat 35 Jahre, Schwester Anna 25 Jahre lang diesen Dienst getan. 1939 wurde der Kindergarten erweitert. Wir sehen hier eine Kinderkrippe auf der Terrasse. Die Versorgung der Stadt mit Trinkwasser war von Anfang an eine wichtige und schwierige Lebensfrage. Sie konnte erst befriedigend gelöst werden, als man sich
1889 entschloss, eine Metallröhrenleitung anzulegen und 1904 eine Pumpstation zu bauen. So sind nach und nach fast alle historischen Brunnen verschwunden und im Jahr 1970 aus dieser der Lüttichström. Infolge der starken Zunahme der Bevölkerung erwiesen sich die Schulräume auf dem Marktplatz als nicht mehr ausreichend. Es musste ein neues Schulhaus gebaut werden. Es wurde auf dem großen Steinplatz gegenüber dem Rentamtsgarten errichtet und am 24. Oktober 1897 gezogen. Es erwies sich aber schon nach wenigen Jahren als zu klein. Heute dienen diesem Zweck dieser große Neubau aus den Jahren 1957. Außerdem ein älterer Bau und ein Pavillon. Aus der Geschichte unserer Stadt in der neueren Zeit wären noch folgende Ereignisse zu nennen. Am 22. Juni 1902 wurde unsere Diagnostikstation eingeweiht. Dies ist das Wohnhaus für die ganzen Städte. Herr Georg Rossmann hat in dankenswerter Weise das Grundstück dazu gestiftet. Wir gedenken gern aller Schwestern, die seitdem den Pflegedienst dann den Kranken und Alten getan haben. Im Jahr 1903 hat sich die israelitische Gemeinde in der Wiesenstraße eine neue Synagoge gebaut. Seit etwa 1680 haben sich in Kinders der einzig Juden aufgehalten. Sie bildeten mit denen zu Alsbach, Bickenbach, Hähnlein und Jugendheim eine Religionsgemeinde. Als in der Kristallnacht 1938 die meisten Synagogen niedergebrannt wurden, blieb die hiesige unangetastet, weil tags zuvor in dem Haus ein Krieg unserer Gemeinde gestanden war. Oben am Giebel ist der Davidstern zu sehen. Vorn am Eingang waren in die Türpfosten die Dämmgebilde eingemeißt. Im Jahr 1912 sind die katholische Kirche und das Pfarrhaus gebaut worden. Nachdem 1527 die hiesigen Einwohner den evangelischen Glauben angenommen hatten, ließen sich erst 300 Jahre später wieder etliche Katholiken hier nieder. Sie waren anfangs der katholischen Pfarrei Bensheim zugeteilt. 1909 wurde die Pfarrei selbstständig. Heute zählt sie ca. 700 Seelen. 1911 wurde die evangelische Kirche renoviert. Johann Christian Beck hat seiner Heimatgemeinde ein großes Vermögen gestiftet. Damit konnten vielen armen Laubensgaben die Dach und auch ein Teil der Kosten der Kirchenrenovierung gedeckt werden. Sein Gedenkstein befindet sich links neben dem Haupteingang der Kirche. Zum Gedächtnis der Gefallenen des Weltkriegs 1914-18 wurde ein Denkmal im Orbital errichtet. Es dient jetzt auch der Erinnerung an die vielen Toten des Zweiten Weltkrieges. Wir gehen nun noch auf den Friedhof. Er wurde 1830 außerhalb der Stadt neu angelegt. Wir sehen die bisherige Halle und auch die neue Kapelle, die bei der Erweiterung des Friedhofs im Jahre 1967 errichtet wurde. Von hier aus ist nicht weit zum Erholungsheim Orbishöhe. Orbis oder Urban war ein Gut, das ursprünglich Urbans klingen ließ und der adligen Familie von Wahlbrunn gehörte. Anfang dieses Jahrhunderts war es eine Gartenbauschule. 1926 wurde es von dem Verband der evangelisch-weiblichen Jugend in Hessen erworben und in ein Freizeit-
und Erholungsheim umgewandelt. Am Ende des letzten Krieges war es Altersheim. 1957-58 wurde die Storkower Jugend aufgenommen, höhere Schüler, die aus der Ostzone geflüchtet waren. Seitdem war es Jahr für Jahr mit circa 50 Kindern und Jugendlichen belegt, die mit ihren Eltern aus Russland, Polen, DSSR, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien ausgesiedelt wurden und hier an Umschulungskursen teilnahmen. Unvergesslich ist für die ältere Generation die Unwetterkatastrophe vom 29. April 1928. Gewaltige Wasserfluten stürzten von den Bergen herab, zwischen Felsen und Bäumen mit. Hier tun wir einen Blick in die Untergasse. Hier auf den Löwensatz. Hier auf die Heidelberger Straße an der Linde. Hier sehen wir die Bäume im Amtsgerichtsgarten, bis an die Krone im Wasser stehen. Und so sah es in der Hohl und am Obertor aus. Von großer Bedeutung für Zinnenberg war die Gründung der deutschen Wildberge. Es bestand hier seit 1882 eine kleine pharmazeutische Fabrik mit einem Angestellten und 5 Arbeitern. Sie ging 1898 in den Besitz des Chemikers Dr. Artin Hartlosauer über. Durch eine besondere Erfindung des Inhabers nahm die Firma einen bedeutenden Aufschwung. Es konnte eine Gruppe neuartiger Präparate in den Handel gebracht werden, die unter dem Namen Sisan in kurzer Zeit im In- und Ausland zu einem absoluten Qualitätsbegriff geworden sind. Die steigende Nachfrage der Produkte macht es notwendig, im Jahr 1934 einen Fabrikneubau zu errichten. Das Unternehmen beschäftigte zuletzt ca. 180 Mitarbeiter. Es ist nun in den Besitz der Preußer bzw. der Firma Merck übergegangen. In diesem Zusammenhang sei auch die Merckhalle erwähnt. Zur besseren Ausnutzung und Verwertung des Obstes, des Gemüses und des Spargelanbaus wurde zu Anfang des Jahrhunderts eine Merckhalle errichtet, die im Jahr 1930 zur Obstgroßmarkthalle ausgebaut wurde und die Ernten der nördlichen Bergstraße des angrenzenden Odenwaldes und des zum Rheinhügel gelegenen Weges aufgefangen hat. Leider hat sie in den letzten Jahren durch die wirtschaftliche Entwicklung Europas fast ganz ihre Bedeutung verloren. Schon im Jahr 1932 erlitt unsere Stadt im Hinblick auf ihre Fortentwicklung einen empfindlichen Verlust. Im Zuge der Angleichung von Landrats- und Finanzbezirken wurde das seit 1806 hier bestehende Steuerkommissariat und spätere Finanzamt mit dem Amt Heppenheim vereinigt und nach Bensheim verlegt. Und 2 Jahre später, am 1. Oktober 1934, wurde leider auch das hiesige Amtsgericht aufgehoben. In den beiden letzten Jahrzehnten nahm unsere Stadt an dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufstieg teil. Es sind viele neue Häuser entstanden, nach Süden zu am Alten Graben, nach Westen zu am Sportplatz, nach Biggenbach zu und nach Alsbach hin. Wie sehr sich in letzter Zeit die Verhältnisse geändert haben, geht auch daraus hervor, dass im Jahr 1967 in Zwingenberg 681 PKW, 33 LKW
und 39 Zugmaschinen in Gebrauch waren. Dagegen wurde 1970 das letzte Pferd in der Landwirtschaft abgeschafft. Zum Schluss wollen wir noch einen kurzen Rückblick tun auf die jüngste Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde. Angesichts der schweren Opfer, die der Zweite Weltkrieg erforderte, will es gering erscheinen, dass wir am 7. Februar 1942 unsere Kirchentruppen abliefern mussten. Im Mai 1940 wurde von Generalfeldmarschall Göring die Beschlagnahme sämtlicher Truppen aus Bronze angeordnet, um eine genügende Metallreserve für die Kriegsführung zu schaffen. Dieses Bild wurde von der Empore aus aufgenommen, als die Glocken im Haupteingang unserer Kirche zum Abschied bereitstanden. Der Vorgang bewegte damals außerordentlich die Herzen der Leute. Erst 9 Jahre später konnten wieder neue Glocken angeschafft werden. Sie wurden am 13. Juli 1951 in Koppenberg gegossen, in Anwesenheit vieler Gemeindeglieder. Am 12. August wurden sie in der größten Beteiligung der ganzen Bevölkerung feierlich eingeholt und an den folgenden Tagen montiert. Hier der Augenblick, wo die kleinste Glocke hochgezogen wird, sie wiegt 6 Zentner. Die zweite wiegt 8,5. Die dritte 14,5 Zentner. Ihre Inschrift ist der Ruf des Propheten Jeremia. O Land, 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 höre des Herrn Wort. 4 Wochen später schlug auch die Kirchenuhr wieder. Das Werk hatte 10 Jahre stillgestanden. Ein Bild des verstorbenen Glöckners Christian Siebeling, der die Glocken noch mit der Hand läutete und täglich die Uhr aufzog. Die folgenden Bilder erinnern an die Vorbereitung und Feier des 700-jährigen Jubiläums der evangelischen Kirche. So schön und stilvoll die Kirche im Jahr 1911 auch hergerichtet worden war, die Decke, die Wände waren inzwischen schmutzig, das Gefühl dunkel geworden. Am Dienstag nach Ostern 1958 wurde die Kirche eingerichtet. Die Orgel mit ihren 700 Saiten wurde gereinigt. Am Pfingsten war die Innenrenovierung bereits beendet, nachdem die Kirche im Jahr vorher auch außen wieder instand gesetzt worden war. Zum Jubiläumsgottesdienst war Kirchenpräsident Dr. Martin Niemöller zu uns gekommen. Er predigte über das Petrusbekenntnis. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und über die Zusage Jesu, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Die Kirche war an diesem Tag zu klein. Viele konnten nur außerhalb am Gottesdienst teilnehmen. Abgeschlossen wurde die Jubiläumsfeier mit dem Hinweis darauf, dass seit der Gründung der Stadt sich vieles, vieles verändert hat. Das aber unverändert geblieben ist, die Zusage unseres Gottes, unter der vor 700 Jahren die Kirche auf dem Berg gebaut und eingeweiht wurde. 2. Mose 20, Vers 24. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, da will ich zu dir kommen und dich segnen. Zwingenberg in Vergangenheit in Gegenwart. Wir schauen noch einmal hinauf zur Kirche, Anno Domini 1258. Gegründet.
Wir sehen vom Pass noch einmal zum Auerbacher Schloss, das fast zur gleichen Zeit gebaut wurde. Wir sehen nun mal noch einmal Grünberg an der Bergstraße am Fuße des Malchens.